Die Straßenbahn wird behindert, die Schneeräumung fast unmöglich gemacht. Parkende Autos am Straßenrand sind im Winter Bremsklötze für den Großstadtverkehr und Probleme für die Kommunalverwaltung. Die Stadt Nürnberg hat als erste deutsche Großstadt zu einem radikalen Lösungsmittel gegriffen. Neuerdings besteht ein grundsätzliches Tag und Nacht geltendes Parkverbot für alle Straßen mit Trambahnschienen. Mehr als 40 Kilometer Straßen sind betroffen. Dort, wo bisher wenigstens während der Nacht Autos abgestellt werden durften, sind die Zusatzschildchen an den Verbotsschildern abmontiert worden. 120 neue Parkverbotszeichen wurden aufgestellt, hunderte weitere werden folgen. Jedoch gilt das Verbot auch schon dort, wo man mit dem Aufforsten des Schilderwaldes noch nicht nachgekommen ist. Wie der Straßenschnee in der Kanalisation sind die Parkmöglichkeiten in der Stadt plötzlich zusammengeschmolzen. Tausende von Abstellplätzen sind verloren gegangen. Was nützt es? Wir fragten die Straßenreiniger. Ja, die neue Parkverordnung der Stadt Nürnberg scheint sich noch nicht herumgesprochen zu haben. Na, die wenigsten lesen die Zeitung und dann haben wir das Problem wie bisher, dass wir noch keine Besserung haben, wenn trotzdem die Parkschilder schon zum Teil aufgestellt sind. Aber das eine ist, wir können nur das Einzige machen, die Polizei holen und dass uns die Wegen, was im Wege stehen, hauptsächlich wegholen. Also der Ärger ist geblieben? Der ist noch schlimmer wie vorher, weil sich die Kraftfahrer drauf bestützen. Wir haben noch nichts gelesen. Wir müssen oft uns selber helfen, dass wir die Kraftfahrer oft anschreien und anbrüllen, aber es wird nicht anders. Denn die Kraftfahrer kümmern sich kaum um das Verbot. Wissen Sie eigentlich, dass Sie hier nicht parken dürfen? Das heißt, wenigstens nicht mehr, nachdem die Stadt Nürnberg diese neue Parkverordnung erlassen hat. Ja, das ist mir schon bekannt, aber wo soll man denn parken, nicht wahr? Also diese Verordnung, die halte ich nicht für richtig. Grüß Gott. Grüß Haben Gott. Sie von dem neuen Winterparkverbot der Stadt Nürnberg schon gehört? Jawohl. Und was halten Sie davon? Ja, ich finde, dass das zu rigoros ist und man sollte das zeitlich besser einteilen, denn gerade für meinen Beruf als Vertreter ist es besonders hart. Die Folge: weiterhin vollgeparkte Straßen. Die Polizei will jedoch streng durchgreifen. Die bestehen oder aufgestellt worden sind, schon zur Beachtung durchdrücken. Wir werden einmal erst die Kraftfahrer auffordern, wie wir schon getan haben, durch die bekannten Zettel an der Windschutzscheibe. Wir werden, wenn das nichts fruchtet, selbstverständlich mit weiteren Maßnahmen wie gebührenpflichtige Verwarnung und als letzte Maßnahme zwangsläufig natürlich auch eventuell mit dem Abschleppen eingreifen müssen. Nun eine andere Frage. Es ist vielfach in der Öffentlichkeit darüber gesprochen worden, dass das neue Parkverbot, die Winterparkverordnung, etwas zu krass ist. Ist an eine Änderung gedacht, Herr Stadtrat Schmeißner? Sie sind ja der Baureferent der Stadt Nürnberg. Also wie bei allen Beschlüssen, die der Stadtrat durch seinen Verkehrsausschuss in Verkehrsangelegenheiten zu treffen hat, können ja solche Beschlüsse immer nur elastisch sein. Das heißt, es müssen Erfahrungen gesammelt werden. Vorerst aber ist der Beschluss nicht elastisch, denn er verlangt Tag und Nacht Parkverbot. Richtig, und ich glaube, es war doch ein merkwürdiger Zufall, dass zu dem Zeitpunkt, als der Beschluss gefasst wurde, noch niemand ahnen konnte, welchen merkwürdigen Winter wir heuer bekommen. Und das hat sich hinterher als richtig bestätigt. Aber ich glaube, wir wollen jetzt mal diesen ganzen Winter abwarten, Erfahrungen sammeln und dann wird der Stadtrat sich diese ganze Materie noch mal sehr eingehend vorlegen und festzustellen haben, welche der jetzt ausgesprochenen Parkverbote etwa im nächsten Winter wiederholt werden sollen, welche vielleicht den Sommer über sogar zur Aufrechterhaltung des fließenden Verkehrs notwendig sind. Insgesamt also eine elastische Handhabung dieser Beschlüsse. Also haben die Kraftfahrer in Nürnberg noch einige Hoffnung. Einen gewissen Ausgleich hat die Verwaltung schon durch Parkerlaubnis auf vielen Gehsteigen geschaffen. Aber das reicht nicht aus, um die Stadt aus ihrer selbst geschaffenen Zwickmühle zu befreien.